Hey Leute, was geht? Schon uns dann herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Steal or No Steal. Ihr seht unser Team und wir haben sehr geile Karten. Ein cooles Team, so zu der Phase in FIFA, mit dem man arbeiten kann. Hier sind Spieler mit einem Rating von 92 dabei. Hier sind Spieler dabei, die kosten 1 Million. Vielleicht sogar eine SBC, die 4 Millionen kostet. Deswegen, man hat gute Spieler am Start. Keine Bronzekarte mehr, nur noch ganz wenige Goldkarten. Selbst wenn die letzte Episode schwer war, wer die XXL-Folge gesehen hat, der weiß, dass wir haben 3 Siege geholt und 3 Matches verloren. Katastrophe eigentlich. Läuft doch insgesamt ganz gut und heute werden wir uns richtig straffen, dass es noch besser läuft. Übrigens, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Jeder Like ist nice, das Support. Und dann weiß ich auch Bescheid, dass ihr häufiger solche XXL-Folgen sehen wollt und dass ihr das Format feiert. Okay, der erste Gegner ist am Start. Ich hoffe, ihr habt einen geilen Team. Ich hoffe, wir rasieren heute mit guten Kombos, guten Pässen, schönen Toren. Yes, 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 yes. Wenn wir gewinnen, dann kriegen wir Modric Road to the Knockout, den wir schon 3-mal, glaube ich, hatten und 3-mal wieder verloren haben. Der ist verflucht bei uns. Immer wenn wir ihn gewinnen, verlieren wir ihn danach direkt wieder. Ich hoffe, diesmal läuft es anders. Und wenn wir eine Niederlage nach Hause holen, dann kriegen wir den POTM von Harry Maguire. Muss nicht. Die Mitte ist offen. Das war schon abseits. Das wäre safe ein Tor gewesen. Der hat schon direkt wieder gut gespielt hier. So, Saint-Maximin. Der Gegner ist auch so am Pressen. Aber jetzt kommen wir mal durch. Ey, das Matchmaking bei einem Online-Freundschaftsspiel macht momentan echt gar keine halben Sachen. Aber. Egal, damit müssen wir arbeiten. Ah. Oh, Kane nochmal. Kane. Nein. Lewandowski. Er kann ganz oben hin spielen. Nein, den oben muss ich zukriegen. Wichtig, wichtig, wichtig. Boah! Torwart! Er gibt ihm einfach eine Faust. Jetzt einmal im Dreieck. Nein, spiel noch weiter in den Lauf. Okay, also am Ende könnte es trotzdem hier ganz gut werden. Mbappé in den Rückraum. Oh, warum rennt er nicht weiter? Warum zieht er nicht durch? Ja, Rinscher. Oh, kranker Pass, Bro. Kranker Ball. Egal, war gewollt. Mbappé. Er muss außen zumachen. Nein. Warum denn auf den, der am Abseits ist? Er steht so offen, ey. Oh, die ist ja 1-Dribbling. Dieses R1-Dribbling, danke Thiago Silva. Boah. Sobald er mit irgendeinem schönen Ball am Fuß hat, hält er 1 gedrückt. Da schon wieder. Bro, diese Verteidiger reagieren so kopflos, sobald ein R1 gedrückt hält. Warte mal. Warum benutze ich das dann so wenig? Oh, okay, ich hätte einfach sprinten können. Ich hätte einfach sprinten können. Da benutze ich einmal R1, dann ist unnötig, aber gut. Cancelo hat keinen Bock, den zu klären. Glück gehabt. Madison sieht Reece James. Ja, hat er eigentlich. Nicht schlecht geahnt. Aber. Oh no. Ey. Wie, das war kein Abseits. Okay, Krise. Kurz Eckschieße wahrscheinlich. Ja. Dann hat das schlau gemacht. Gewartet sogar, bis ich gemoved habe. Ja. Der war gut. Aber dann musst du auch mitkommen. Sonst bringt das alles hier nichts. Komm ganz raus. Letztes Mal haben wir so einen hier fast reingemacht. Deswegen probier es einfach nochmal. So. Ganz leicht anheben. Dann macht der Verteidiger Faxen, man kennt es. Und jo, Harry Kane! Extra Player Lock, damit er nicht wieder denkt, ich will auf irgendeinen anderen spielen. Man muss echt alles selber machen hier in dem Game. Ah gut, dann klappt's auch. Ja, ja! Nein, das Gritsch von Koeman war super. Aber dass er wieder zu ihm geht. Oh, ja, ich wusste, dass er den oben mitnehmen will. Oh mein, Wofin. Wenn es 0 Minuten Nachspielzeit gibt, ist das Ding jetzt durch. Nein, es gibt eine. Komm schon! Nein! Torwart! Ja, weg damit! Was ein weiter Abschlag? Wäre das denn geworden? Fast Torschuss. Geil, Mann! Geil, geil, geil. So crazy. Jede Woche kaufe ich ihn und verkaufe ich ihn. Diesmal wird das nicht passieren. Diesmal bleibt er hoffentlich länger bei uns. Habe ich jetzt bekommen? Yes. Also, Madison ist es, der aus dem Team rausfliegt. Und 93er Modric, damit jetzt wieder der beste, höchstbewertete Spieler im gesamten Team. Ist jetzt wieder drin in der Mannschaft. Willkommen zurück, Kumpel. Willkommen zurück. So, Sisu und Lerne. Auch wieder mal ein cooles Wortspiel als Namen. Ein paar gute Ratings im Team. Da sollte uns schon noch irgendwas helfen. Zum Beispiel ein Bernardo Silva Thunderstruck, den wir auch schon mal hatten. Irgendwie haben wir heute die ganze Zeit die Möglichkeit, Spieler wieder zu kriegen, die wir schon mal verloren haben. Und hier seht ihr den Losers Prize. Aber wir werden auch wieder alles geben, um Bernardo Silva zurückzukriegen. Ein kleiner Trick in die Mitte. Ein kleiner Trick wieder nach außen. Saint-Maximin. Hä? Was geht denn hier ab? Saint-Maximin! 7 Minuten, ein einziger Angriff, paar Tricks, ein Tor. Ich glaube, das war's mit dem Gegner. Wie lange hat mir sowas nicht mehr? So eine richtig einfache, entspannte, gechillte, schnelle Partie.
Kuss geht raus. Was? Sisu und Lerne. Er heißt Sisu und Lerne. Ich glaube, er hat zugesehen. Und ich hoffe, er hat gelernt. Wird zwar mal schade, Icons rauszutun, aber wenn man dafür halt einen Spieler, der ein viel besseres Rating hat, bekommt, dann passt das. Mit ihm können wir auch endlich mal richtig, dass der 1 Dribbling spammt, weil er halt wirklich so ein Dribbler ist, den Playstyle hat, alles drum und dran. Nice, nice, nice. Ja, ja, das Match eben hat schon Bock gemacht, aber ging halt leider nur 7 Minuten. Mal gucken, ob wir jetzt ein Match finden, was Bock macht und länger geht. Aha. Paar bekannte Gesichter bei ihm im Team. Aber nicht viele davon geben uns ein Upgrade, um genau zu sein, nur ein einziger. Das ist Inform Cancelo, den wir bei dem Sieg kriegen. Und bei der Niederlage gibt es eine Goldkarte, nämlich Eder Militao. Okay, es geht los, wir haben direkt mal einen Freistoß. Freistöße können wir. Komen, Außenriss, Genie. Pfosten! Undankbar. Okay, jetzt kriegen wir einen Konter. Llorente. Thiago Silva. Gut mitgehalten mit dem Tempo. Und ab geht's. Zack, einfach Spaß haben. Wenn man Spaß hat, dann läuft. Zack. Super. Und angetäuscht. Rein damit. Und den kann man machen. Nein, okay. Ich weiß nicht, ob ich hier noch hinterherkomme. Ansu Fati ist nämlich nicht so langsam. Warte mal. Was geht bei Ansu Fati ab? Ich wusste nicht mal, dass er das kann. Gut zu wissen. Sind wir darauf vorbereitet jetzt? Okay, Mbappé. Und zack, durch die Mitte. Ja, genau so. So und nicht anders. Harry Kane. Oh, Luca gibt den rein. Harry Kane macht das, was er machen kann mit seinen 2 Sternen oder was er hat. Digga, wie gut. Ah, genau raus. Egal, das ist der Winners Prize für uns. Das war auch wieder ein Match, was Spaß gemacht hat. Ah, da gehen die dann immer schnell raus. Warum? Aber gut, all in all läuft es ja so, wie wir uns das gewünscht haben. Jetzt haben wir nur noch eine einzige Goldkarte im Team und das ist der Keeper. Das, finde ich, kann man immer verkraften. Inform hatten wir bisher auch noch gar nicht. Richtiges Rainbow-Team. Warte mal, wir haben keinen einzigen Kartentyp doppelt. Es ist wirklich ein komplettes Rainbow-Team einfach. Wie krass sieht das aus? Wie geil sieht das aus? Wunderbar. Und weil wir keine halben Sachen machen, dadurch, dass die Gegner jetzt echt, die gerade sehr schnell gequittet sind, machen wir noch ein weiteres Game. Okay, ich habe gerade sogar diesmal gecheckt, die kommt zu zweit. Aber da habe ich jetzt heute auch kein Problem mit. Von mir aus können wir zu zweit, zu dritt, zu fünf kommen. Die machen wir weg. Und wenn wir gewinnen, dann gibt es einen Trickster, einen Magier und einen Skiller. Es gibt für uns Neymar. Und sollten wir verlieren, dann bekommen wir einen Best. Ei, einfach mit einer Ballannahme. Eine Ballannahme reicht, um vorbeizukommen. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Digga, sag ehrlich, ich hatte vergessen, wie schlimm ist es, gegen zwei zu spielen, wenn die richtig gut zusammenspielen. Und die spielen leider echt richtig gut zusammen. Oft trifft man ja auch welche, die das gar nicht können, sondern das ist super. Aber das gerade läuft bisher noch nicht so schön. So, direkt ein weiter. Bernardo. Schön. San Maximin. Okay. GGG außen. Ja. Idee ist schon mal gut. Jetzt muss Cancelo das nur gut umsetzen auch. Ja. Ey. Okay. Ich hab irgendwie Hoffnung, dass wir ein Traumfreischusstor machen. Weiß nicht wieso, aber die Hoffnung ist da. Kommen! Ja, die kommen immer nicht schlecht, ne? Aber dass sie mal reingehen. Zwischen ganz gut aufs Tor bringen und reinmachen liegt halt echt noch ein gutes Stück. Boah, das ist mal eine richtig geile Kontersituation. San Maximin. Nein! Das sind immer die Pässe, wo es richtig heiß werden würde. Die dann nicht funktionieren. Mbappé. So. Und der Pass, der macht es wieder heiß und der kommt auch wieder so schlimm. Na ja, mal da vorne. Der will hinter mir lang, ja. Oh, no. Oh, das war richtig stark. Okay, jetzt bin ich zu sehr im Zittern, aber ja auch. Spielt er kurz, dann wieder zurück nach außen, oder ja. Jetzt ist die Mitte offen. Boah, oh, was ein starker Move. Warte mal. Oh, gut. Aha. Nee, so nicht. Boah, die wissen zum Glück auch nicht, wie die so richtig gute Spots kriegen. Keiner weiß das irgendwie in dieser Partie. Jetzt nimmt mal eure Beine in die Hand. Komm schon. Nein, Bernardo, was ist das für eine Ballkontrolle, Mann? So, Maximin. Ja, es gibt wenigstens wieder mal einen Freistoß. Aber ich sage, jetzt muss er auch mal drin sein. Schön mit dem Innenriss. Ja, endlich Kommen. Komm schon, Tommy, lass uns feiern, Tommy. Yeah.
Gar nicht mehr, ey. Die könnten jetzt die, bei denen wäre ich zufrieden, wenn die jetzt bei 1-0 rausgehen. Würde ich gar nichts gegen sagen, ne, würde ich feiern sogar. Und im Gegensatz zu den anderen Partien hat man hier halt ehrlich gar nicht das Gefühl, dass das durch ist. Ich denke nicht, wie die immer noch kein Tor haben können, so. Harry Kane macht er gut. Bernardo macht er auch gut. San Maximo, bisschen Risiko gehen. Zack, rein damit. Eine gute Bewegung, ein weiter noch. Nein, das war zu spät, warte mal. Ah, da sind echt viele, Mann. Nein, wieso ist da keiner? Kaum. Ja, was? Wieso grätscht der eine? Ich hab den nicht mal gesteuert. Suffkopf. Nein. Bro, das ist wie bei Superkickers. Vier Leute rennen hier einfach an. Okay. Boah, zum Glück mal diese Passwege immer zu. Wenn die den passen, fall ich den ab. Wenn die schießen, ist kein Stress. Boah, ich kann mir vorstellen, die Gegner haben langsam ein bisschen Beef. So lang geht die Partie schon. Die haben einfach kein Tor hinbekommen. Jetzt kriegen die einfach nochmal die Möglichkeit. Ja, guck mal. Nein, ey, das ist lächerlich. Egal, ob die es alleine machen oder ob sie passen. Es geht am Ende schief. Ich glaube, die wissen gar nicht mehr, was die jetzt machen sollen vorne. Kann einer gehen? Ja. Okay, das nehmen wir mit. San Maximo. San Maximo, San Maximo. Boah. Worunter spielen wir jetzt? Einer zu viel? Ja, okay, lieber so einen dummen Pass machen, ey. Lieber so einen dummen Pass machen, ne? Ist kein Abseits und er ist Linksfuß. Und wir haben das Game. Boah, es war ein hartes Ding, aber jetzt haben die auch wieder Beef, weil der eine den Pass aus Drehung gespielt hat. das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Ohne Gegentor gehen Leute, die zu zweit spielen, die sogar wussten, so was die taten. Das ist stabil. Ich muss sagen, Star Maximo hat mir schon Spaß gemacht. Das war schon wirklich eine coole Karte. Aber Neymar ist halt einfach eine Legende. Der ist jedes Jahr bei Stilo No Stil immer für viele Matches dabei, macht immer mit die geilsten Tore. Ist einfach ein absolut geiler Typ. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass er am Start ist. Und er ist halt auch nochmal ein besserer Spieler. Wir haben auch jetzt wirklich niemanden mehr mit einem schlechten Rating, ne? Die Außenverteidiger sind so mit das Niedrigste, aber fast auf einer anderen Position haben wir so Sachen, die an der 90 kratzen und alles drum und dran. Also diese Episode, die war doch jetzt wieder richtig strong. Das war's dann von Stil und No Stil. Checkt ihr gerne ein anderes Video von mir ab. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Wäre sehr, sehr nice. Und das war's. Ich bin raus. Macht's gut. Haut rein. Ciao.